Der Crossbow-Turn stellt eine komplexe Weiterentwicklung des normalen Anfänger-Turns dar. Richtig ausgeführt ist der Crossbow-Turn eine häufig genutzte und sehr effiziente Form der Richtungsänderung. Crossbow-Turns werden unter anderem bei Spielformen wie SUP Polo und beim Flusspaddeln eingesetzt. Kernelement ist das Crossen des Bugs, daher auch der Name Crossbow-Turn. Beginne damit, deinen Oberkörper zur nach innen zeigenden Seite des Turns zu drehen und dein Paddel dabei mitzunehmen. Achte darauf, dass deine Hände während des gesamten Turns nicht die Griffposition verändern. Deine untere Hand wird während des gesamten Turns weiterhin am Paddelschaft ziehen und das Paddelblatt wird durchgängig von der richtigen Seite angeströmt. In der korrekten Ausgangsposition angekommen, wird das Paddel in einem weiten Bogen zunächst zum Bug des Boards geführt. Am Bug angekommen, hebe das Paddel leicht aus dem Wasser, führe es über den Bug und vollende den Bogenschlag des Paddels auf der anderen Seite. In einer VDWS-SUP-Schule helfen dir unsere Lehrer durch den Einsatz unterschiedlicher Übungen und individueller Korrekturen dabei, die Basistechniken des Stand-Up-Paddelns von Anfang an richtig zu lernen und später variabel und sicher einsetzen zu können. Viel Spaß beim Üben wünscht euch euer VDWS-Instructor-Team.